Joho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es ja schon im Titel, heute geht es im Allgemeinen um meine Meinung zur Veröffentlichung von Battlefield 1. Sprich die Beta und jetzt die extra 10 Stunden, die man bekommen hat, wenn man sich über EA Access registriert hat. Ich wurde nämlich mehrfach gefragt, was ich von dem Ganzen halte und wie mein Eindruck von der Beta war. Also reden wir jetzt darüber und nebenbei könnt ihr dann ein paar Sachen sehen, die ich so im Spiel erlebt habe. Und das alleine aufzunehmen war gar nicht so einfach, weil ich am Anfang sehr starke Treiberprobleme hatte, was sich dann aber mit den neuen Treibern komischerweise gelöst hat. Erstmal ein bisschen was Allgemeines. Ich selbst würde mich als Battlefield-Fanboy bezeichnen, weil ich alle Teile sehr intensiv gespielt habe. Vor allem damals Battlefield 2. Ich habe es so geliebt. Jeden Abend Dragon Valley. Och, es war so schön. Dann kam Bad Company 2. War auch sehr schön. Battlefield 3. Die Beta, die war absolut schrecklich, aber danach wurde es ja langsam zu einem richtigen Spiel. Und dann war das auch ziemlich schön und ja, Battlefield 4 hat mich nicht so vom Hocker gerissen, aber selbst das habe ich ewig viel und auch lang gespielt. Kenne mich also ein bisschen mit der Serie aus, aber kommen wir jetzt mal zum neuen Teil, Battlefield 1. Das neue alte Setting vom Ersten Weltkrieg finde ich jetzt erstmal gut. Es ist vor allem von den Waffen und von den Leveln her sehr erfrischend. Zusätzlich hat sich ja auch die Chance geboten, mit diesem zeitlichen Setting viele Schwächen der Vorgänger auszumerzen. Oder was heißt Schwächen? Einfach negative Dinge, die mir persönlich nicht gefallen haben. So war auf jeden Fall mein Gedanke, dass das vielleicht wegfällt. Ich bin ja zum Beispiel ein sehr großer Feind vom Radar und ich finde, das gehört eigentlich gar nicht so ins Spiel. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das in Battlefield 1 endgültig wegkommt. Ist es leider nicht. Ich habe auch gehofft, dass die Sturmgewehre in Battlefield 1 jetzt vielleicht mal ein bisschen ungenauer sind, dass die nicht auf 10.000 Kilometer immer noch treffsicher im Kopf landen, so wie das gefühlt in Battlefield 3 und 4 ohne Probleme möglich war. Ist natürlich auch nicht passiert. Man kann hier immer noch mit den richtigen Gewehren über ewig weite Distanzen zielen, treffen und schießen. Ich habe hier als Medic auch ein automatisches Gewehr gehabt mit einem fetten Scope dran und habe die Leute hier weggesniped. Und naja, es ist halt nicht das, was ich eigentlich erwartet hätte, was mit Battlefield 1 passiert. Trotzdem muss man sagen, dass es als Sniper schon gefühlt schwerer war, hier Leute vor allem mit einem ersten Treffer umzunieten, wie es noch in den Vorgängern ging. Ich habe aber auch viele andere Leute gesehen, die das deutlich besser hingekriegt haben als ich. Ich weiß nicht, ob das, ich sag mal, eine Lernkurve ist, die man hier erfahren muss oder ob das doch ziemlich schwer ist. Ich hatte auf jeden Fall ordentlich Probleme, hier rumzusnipen und Leute sofort wegzusnacken. Habe ich nicht hingekriegt. Und von meinem Gefühl her sind hier zwar immer noch sehr viele Sniper in dem Spiel, aber ja, man stirbt halt nicht unbedingt so schnell. Kann natürlich auch daran liegen, dass die ganzen Leute noch nicht so richtig im Spiel drin sind. Die hatten ja auch nur Zeit, die Beta zu spielen und jetzt eben diese 10 extra Stunden. Ist aber trotzdem irgendwie interessant, weil vor allem auf den großen Karten, wie hier in der riesigen großen Wüste, da ist ja einfach nur Sand. Da gibt es jetzt nicht so viele Deckungen. Klar gibt es auf der Karte auch Gegenden, wo Häuser sind und viele Felsen und da gibt es Deckungen, aber ein großer Teil von dem Level ist hier einfach offen und die Sniper, die müssen ja eigentlich nur einmal hinziehen, bam, weg ist man. So wäre es in Battlefield 3 und 4 gewesen, aber wie ich schon sagte, hier ist das anders. Ich will jetzt auch nicht zu lange auf den Snipern rumhacken. Wertlos sind sie auf jeden Fall immer noch nicht geworden. Die Kämpfe haben sich einfach nur eher, ich sag mal, in den Häuserkampf versetzt. Also die Sniper machen hier eher einen auf Heckenschützen, schießen aus dem Fenster und verstecken sich wieder. Ist jetzt meine Erfahrung gewesen. Habe ich selbst auch gemacht. Das war von meiner Meinung nach auch her am allereffektivsten. Was sich auch sehr stark verändert hat, ist die Dominanz der Fahrzeuge. Ich hatte vor allem in Battlefield 3 das Gefühl, dass Fahrzeuge, sprich Panzer und diese bewaffneten Personenschutzwagen, dass die viel zu wichtig sind und viel zu stark sind. Jeder Depp konnte sich so ein Ding schnappen, gab ja immer genug davon, nach vorne fahren und gegen alles und jeden einsetzen. Hier hatte ich das Gefühl, dass es viel, viel weniger Fahrzeuge gibt. Zwar sind die hier auch sehr viel stärker. Im Einzelkampf gegen den Panzer wird man meistens den kürzeren ziehen. Ich habe es nicht hingekriegt, großartig hier was wegzuhauen an Panzern. Alleine vor allem, obwohl hier überall im Level jetzt Haubitzen immer rumstehen, die man besetzen kann, mit denen man den Panzer abschießen kann, da muss man erstmal hinkommen. Und in so einem Panzer sitzen mit unter 6 Leute, die dann, ja, einfach darauf achten, dass nicht irgendwelche einzelnen Soldaten an irgendwelche Haubitzen rennen. Also bleibt alles an einer Klasse hängen. Die Klasse, die die Panzerabwehrgranaten hat oder vielleicht eine Panzerfaust oder sowas. Die Panzerfäuste, oder ich weiß gar nicht, wie die hier heißen, die habe ich im Spiel auch zum Beispiel gar nicht gesehen.
Wahrscheinlich muss man sich die erstmal freischalten. Ich habe nur gesehen, dass hier meistens wirklich diese Leute mit der Panzerabwehrgranate rumrennen und die macht nicht sonderlich viel Schaden. Vor allem können die Panzer sich auch selbst reparieren, was ich auch mega blöde eigentlich finde. Ja, und somit schmeißt man seine Granaten, seine zwei. Der Panzer ist nicht down. Der Panzer knallt einen dann ab, weil man zur Haubitze rennt. Man will den Panzer erledigen. Dann heilt er sich einfach und ja, die Opferung war eigentlich total umsonst. Sprich, alleine habt ihr gegen den Panzer einfach verloren. Dass ein einzelner Pionier gegen die Panzer aber so schwach ist, sorgt auch dafür, dass die Pionierklasse allgemein ziemlich schwach und sinnlos geworden ist, sag ich mal. Und das sehe ich übrigens nicht alleine so. Ich habe auch gemerkt, dass die meisten jetzt hier im Spiel eher einen Medic spielen, weil sie sich dann selbst heilen können, aber die anderen Vorzüge dieser Klasse gar nicht nutzen. Es passiert nämlich einfach so oft, dass man abgeschossen wird, um einen rumstehen 10 Sanitäter und keiner macht sich die Mühe, ein wiederzubeleben, weil die einfach alle auf einem Ego-Trip sind, nicht fürs Team spielen, sondern nur für sich. Großes Problem im Spiel. Ist auch viel schlimmer als in den Vorgängern, wo es noch um Teamplay ging. Hier spielt eher jeder für sich. Sehr schade, sehr blöd und vor allem sehr ärgerlich für die Leute, die tot umkippen und nicht wiederbelebt werden. Punkten konnte das Spiel bei mir aber wieder bei den Karten. Von den 5 Karten, die ich gespielt habe, waren immerhin 2 richtig geil. Eine davon sogar eine richtige Stadtmap. Das gab's ja, gab's schon vorher, aber ich fand die Stadtmaps bisher eher doch langweilig und blöd. Die hier ist sehr erfrischend, vor allem weil der neue Fokus der Karten ja darauf liegt, dass diese speziellen map-entscheidenden Fahrzeuge kommen. Gibt denn hier einen Panzerzug, den das eine Team bekommen kann, oder ein Luftschiff, das ist eben fetter Zeppelin, oder aber ein Schlachtschiff, was aufs Spielfeld kommt. Und in dieser Stadtmap ist es eben dieser Panzerzug. Das Schöne ist, dass man vom Panzerzug aus fast alle Flaggen einnehmen kann. Und das sorgt dafür, dass irgendwann alle in der Map einfach durchdrehen, auf diesen Panzerzug herumhacken, versuchen den kaputt zu schießen. Und in der Zwischenzeit kann man die schön alle mit dem Sniper aus den Fenstern holen oder von den Brücken. Ist ein richtig guter Level, der gefällt mir. Und auch die vielen engen Gassen. Hier hatten wir so viele schöne Schießereien. Und auch der Medic, wenn man den richtig spielt, der kann hier richtig Punkte sammeln. Sehr tolle Map, da freue ich mich schon drauf, wenn es wieder hier weitergeht. Dann gibt es noch eine Karte, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die ist eher ländlich. Die ist vor allem wegen der Grafik des Spiels sehr, sehr schön, weil die unterschiedliche Facetten bietet. Einerseits haben wir hier sowas Kleinstadt-ähnliches, dann haben wir ein Gebiet, das total zerbombt ist, wo es dann nur eine kleine Windmühle gibt und viele Gräben. Eine Kirche, wo immer 100 Sniper drin sind und die sehr schwer ist einzunehmen, weil sie auf einem Hügel ist. Sehr abwechslungsreiche Map, die sehr viel Spaß macht. Hier dominieren auch die Flugzeuge ein bisschen mehr, die in den anderen Level, ich sag mal, mehr untergehen. Ich fand das auch immer doof in den Vorgängern, dass die Flugzeuge durch ein Level geflogen sind. Wenn du ein Sniper warst und irgendwo auf dem Berg lagst, dann sind die einfach gekommen und haben dich abgeknallt, sich voll auf dich konzentriert. Die Flugzeuge waren einfach ein bisschen übermächtig. Und in Battlefield 1 sind sie bisher, wieder mein Eindruck, euer Eindruck kann anders sein, viel schwächer geworden, viel unwichtiger. Und die sind eher wichtig, wenn es dann darum geht, die speziellen Fahrzeuge, sprich Panzerzug oder Luftschiff, die Dinger abzuknallen, wenn es denn soweit ist und die auf dem Schlachtfeld sind. Ansonsten wurde ich von Flugzeugen selbst eher ganz, ganz selten mal genervt. Und das ist eine schöne Entwicklung. Ach ja, diese Spezialfahrzeuge. Der Panzerzug, den finde ich mega scheiße. Der ist einfach langweilig, wenn man drin sitzt. Aber dieses fette Kanonenboot, ich habe hier auch ein Video zu. Alter, finde, das macht echt Spaß, mit dem Ding rumzuballern. Vor allem, wenn die Leute einen wirklich ins Fadenkreuz laufen. Ich finde auch, das hat DICE gut hingekriegt mit den Dingern. Das macht einen viel größeren Unterschied als dieser ganze Levolution-Scheiß oder wie das vorher hieß noch in Teil 4, wo sich der Level verändert hat. Gut, das tut er hier auch, aber auf eine viel coolere Art. Einfach in diesem Boot zu sitzen, hier alles wegzuballern oder halt auch im Panzerzug, wenn man mal einen Lauf hat, macht viel, viel mehr Spaß als so ein blödes, umstürzendes Hochhaus, was dann nur dafür sorgt, dass da eine neue Insel entsteht. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, dann können wir mal zu der Performance von dem Ganzen kommen. Ich kann euch sagen, dass diese Beta deutlich besser lief als noch die von Battlefield 3, die eine totale Katastrophe war. Oder Battlefield 4, die am Anfang auch eine totale Katastrophe war. Hier in Battlefield 1 kaum Ruckler, kaum Abstürze, die Server waren nicht andauernd down. Man konnte in der Beta tatsächlich mal das Spiel austesten, auch wenn es nur diese eine doofe Wüstenmap gab, die ja eher die anspruchslosere Map ist, jetzt von der Performance her. Das ist die Map, die bei mir am allerflüssigsten läuft. Vor allem die Stadtmap
sorgt dafür, dass mein Computer ziemlich ruckelt. Ich habe da sogar richtig fiese Freezes gehabt. Später hat sich auch herausgestellt, dass das ein bisschen am Treiber lag. Ich hatte noch einen etwas älteren und dass die Grafik einfach viel zu hoch eingestellt war. Ich habe jetzt nicht die fetteste Maschine hier stehen und Battlefield hat sich automatisch auf Full HD eingestellt und auf Ultra. Ich selbst habe dann die Auflösung runtergedreht auf 1600 mal irgendwas und die Grafik irgendwie auf Medium Low. Einfach weil ich viele Bilder haben wollte, damit das so flüssig wie möglich läuft auf jeder Map. Und das habe ich so dann auch hingekriegt. Ich spiele ja meistens eh alten Kram und da ist die Grafik auch nicht so überkrass, weswegen mich das jetzt nicht so gestört hat. Zumal ich in meinem Computer ja auch teilweise sehr, sehr alte Komponenten verbaut habe. Einen AMD 6-Kerner, eine Nvidia GTX 970 und 5 GB DDR2 RAM sogar nur. Ja, 5 GB nur. Und trotzdem läuft es jetzt. Ich würde sagen, doch ziemlich gut. Hübsch ist es jetzt auch noch. Nicht mehr ganz hübsch, wie es sein könnte, aber was will man machen, ne? Ja, die Beta, die war noch ziemlich buggig. Ich bin oft durch Wände geglitscht, sogar mehrfach durch den Boden. Jetzt in der finalen Version, also dieser 10-Stunden-Erprobungsspiel-Scheiße von EA Access, da bin ich immer noch durch den Boden geglitscht, aber immerhin nicht mehr durch die Wände. Was ich feststellen konnte, ist, dass man oft an Fensterrahmen festhängt oder einfach gar nicht durchs Fenster kommt, obwohl man da eigentlich durchkommen müsste. Man braucht halt ein paar mehr Versuche. Oder dass, wenn man sich hinlegt, dass der Körper dann oft durch die Wände noch durchguckt. Oder dass, wenn ihr euch auf einem Hügel hinlegt, dass es mitunter sein kann, dass die Trümmer dafür sorgen, die hinter euch liegen, dass eure Füße auf einmal, ich sag mal, in der Luft hinter euch fliegen und so von Snipern einfach drauf rumgeballert wird, 3 Schüsse und tot seid ihr. Granaten bleiben oft in der Luft hängen oder an irgendwelchen Fensterrahmen wieder. Ja, ich hab's heute mit Fensterrahmen. Unsichtbare Wände und ja, vor allem in zerstörten Gebäuden habe ich oft das Gefühl, dass Granaten einfach ja, in der Luft hängen bleiben. Und dann sprengt man sich mitunter auch mal selbst in die Luft, obwohl man das gar nicht wollte. Trotzdem bin ich begeistert, wie gut das funktioniert. Vor allem, wie gut die Beta lief. Das kennt man ja eigentlich gar nicht von den neueren Battlefield-Teilen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich euch sagen kann. Ich finde, vom Konzept her ist das neue Battlefield gut. Die Open Beta lief gut. Die 10 Stunden extra für 4 Euro waren jetzt auch okay. Ich fand es einfach schön. Ich habe mir das jetzt auch vorbestellt. Ich werde das also auch noch weiterspielen. Hatte hier viele fette Schlachten. Vor allem hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Auch noch mit den Bugs und einfach auch mit den Leuten, die hier im Spiel sind. Es sind natürlich wieder total verrückte Menschen auch, die man hier im Internet treffen kann. Ist eigentlich wie in jedem Spiel, aber mir sind echt witzige Sachen passiert. Ich habe leider nicht alles aufgenommen, sonst hätte ich hier echt einen Zusammenschnitt machen können von lustigen Sachen, die mir passiert sind. Fazit vom Ganzen, vielleicht trifft man sich ja auf dem Schlachtfeld. Hahaha. Ich blicke positiv auf das Ganze und ich würde sagen, auch wenn nicht mal ansatzweise das umgesetzt wurde, was ich mir gewünscht hätte, ist es bisher ein schönes Spiel geworden. Ich hoffe auf noch viel mehr Karten, weil die Karten, die bisher da sind, sind nicht alle so spannend und ich hätte gerne da noch ein bisschen mehr Abwechslung. Aber im Notfall wird es halt per DLC nachgereicht und wir alle sind ja doof und kaufen uns die ganzen DLCs, deswegen Geld hin oder her, Spaß macht es allemal und den werde ich mir auch nicht entgehen lassen. Doch genug gelabert, das war meine Meinung. Wie ist eure Meinung zum Spiel bisher? Habt ihr die Beta gespielt? Habt ihr auch die 10 Stunden extra gespielt? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Mich würde vor allem interessieren, was ihr euch gewünscht hättet vom neuen Battlefield. Und dann könnt ihr auch gleich dazu schreiben, ob sich das erfüllt hat, was ihr euch gewünscht habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao.